Grüezi, bonjour, guten Tag, guten Morgen. Ich heiße euch alle ganz herzlich willkommen hier im Grünhölzli zum heutigen Leguminosentag. Persönlich finde ich es einfach spannende Kulturen, die noch viel ungenutztes Potenzial haben. Und auch sehr schöne Kulturen, wenn man so Felder sieht, gerade jetzt, wenn die Ackerboden blühen oder so, macht Spaß. Weil ob man jetzt Vegetarier, Veganer oder Flexitarier ist, die Hülsenfrüchte sollten meiner Meinung nach oft auf dem Teller sein, weil sie viele Mineralstoffe besitzen, einen hohen Ballaststoffgehalt auch haben, lange sättigen, die halt einen so großen Wert haben und Fleisch sogar ersetzen können oder ergänzen können, oder? Und ich denke, diese Chance müssen wir nutzen. Also mit Hinblick auf die Klimakrise und die Biodiversitätskrise, die ja sehr stark mit unserer Ernährung und der Landwirtschaft zusammenhängt, denke ich, ist bei dieser Umstellung unserer Ernährung von den tierischen Proteinen hin zu mehr pflanzlichen Proteinen natürlich die Rolle der Leguminosen sehr, sehr wichtig. Aber auch im Anbau, also für die Bodenfruchtbarkeit, für die Agrarbiodiversität und so weiter, denke ich, sollte die Rolle sehr groß sein. Und das ist eben wirklich auch von einer Diversität von Akteuren lokal organisiert und alternativ organisiert betrieben wird. Par exemple, ou travailler encore plus avec GateZPK au niveau de la recherche variétale. Ça, je pense, c'est très intéressant. Faut pas lâcher. Je pense qu'il y a rien d'acquis avec le changement climatique actuel. On peut pas se dire voilà, on a trouvé quelque chose, ça fonctionne, c'est bon. Il faut en permanence continuer la recherche. Très important et d'avoir nos propres semences. Ouais, avec le changement climatique qu'on observe, c'est plus probable qu'à l'avenir, on ait des légumineuses qui viennent d'Afrique, qui peuvent être cultivées ici. Et puis ça ouvre d'autres marchés aussi. Und dann natürlich die Vernetzung, die hier stattfindet, die ist, glaube ich, sehr fruchtbar. Also hier trifft man ja wirklich Menschen aus allen Bereichen des Ernährungssystems. Und allein schon, dass die sich vernetzen und gegenseitig stärken, ist unglaublich wichtig. Also das, was hier heute angesetzt wird oder begonnen wird, das wird weitergehen auf vielen Ebenen.